Liebe Gemeinde, liebe Interessierte, liebe Freunde, hallo zusammen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Kurzinput dieser Woche. Ja, in der letzten Woche, und wahrscheinlich kennen wir das alle zusammen schon auswendig, das Plakat hier, so schützen wir uns, die Abstandsregeln, die Hygieneregeln, die wir hier haben, gründlich Hände waschen, Hände schütteln vermeiden oder eben Abstand halten. Und wir sind dran, die Regeln zu nehmen und anhand der Bibel einen Bezug zu unserem Leben zu schaffen, was sagt die Bibel zu dem. Und heute möchte ich auf diese Regeln hier eingehen. Und zwar steht hier in Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen. Naja, was heisst das für uns? Es gibt Studien, wo das belegen, dass wenn man einfach so hustet, ohne dass man das schützt oder niest, wie schnell dass sich die Viren und all die Bakterien, all das, was wir ausstoßen, dann verbreiten. Da sind Studien gemacht worden. Und ich denke, das macht Sinn, wenn man dann einfach hier liest und das auch einhält, dass man eben in die Armbeuge hustet oder niest. Aber genau so geht es auch in unserem Verhalten und auch in unseren Worten. Wir können durch das, dass wir Sachen einfach so weitergeben, weitersagen, viel Schlechtes tun, viel Verheerendes anrichten, Schädliches rauspersonen. Wenn zum Beispiel ein Chef oder ein Vorgesetzter zu seinem Lehrling ist, ist enttäuscht und sagt zu ihm, ja, du bist einfach zu blöd für das und aus dir wird nie etwas. Du bist eine lahme Ente, dann kann das bei dem etwas auswirken, das ihn verletzt, das unter Umständen sein Selbstwertgefühl bodigt, das mit Minderwertigkeitskomplex nachher eine Auswirkung hat, ist also schädlich. Und genauso ist es auch, wenn man ihre Ehe einfach so Sachen, einfach so ungeschützt und unkontrolliert einen Kopf wirft oder die Eltern, das Kind, das kann unglaublich verheerende Wirkungen haben. Oder es kann auch sein, dass wir über einen Kollegen oder über einen Bekannten reden mit anderen zusammen, der nicht anwesend ist und wir machen so Aussagen, ja, der tut sich sowieso, der will sich ja nur immer aufspielen, der will sich immer nur ins Zentrum stellen. Wahrscheinlich tut er sich sowieso nur jetzt sozial engagieren, damit er besser dastehen kann. Und wir machen vor anderen Unterstellungen gegenüber einer Person, die nicht anwesend ist, die schädlich sind, die ganz sicher zum Nachteil sind. Oder wir können auch beispielsweise sich aufregen, jetzt gerade in diesen Tagen, über das Verhalten von Menschen, die die Abstandsregeln nicht einhalten, die vielleicht anstatt nur fünf sich treffen, sind es vielleicht sechs oder sieben. Und dann tut man die abpfeifen oder sogar bei der Polizei verpfeifen. Das sind alles so Sachen, wo wir einfach plötzlich mit Wort oder Daten Menschen auch verletzen. In Epheser 4, das ist jetzt in der Bibel, im Neuen Testament, im Epheserbrief steht, im Kapitel 4, Vers 29, lasst ja kein giftiges, wir können auch übersetzen, hässliches oder böses Wort über eure Lippen kommen. Redet nicht schlecht voneinander oder übereinander. Das heisst, das, was uns ärgert, oder die negativen Gedanken oder Gefühle, dass wir die nicht einfach ungeschützt rausposaunen sollen. Das meint die Bibel. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, wenn wir zornig sind, dann sündigt nicht dabei. Das heisst, wir können uns über etwas ärgern, wir können zornig sein, das ist ja gar nicht das Problem, das passiert, das ist natürlich, aber dann sollen wir uns nicht versündigen. Versündigen ist dann, wenn wir dann unkontrolliert einfach einem anderen, weiss ich was, einen Kopf werfen, der ihn verletzt. Anstatt, dass wir jetzt die Gedanken oder die bösen Worte, die wir jemandem möchten, vielleicht sagen, müssen in den Tölbogen rein oder in ein Nastuch reinreden, sagt die Bibel uns, ja, tu es vor Gott aussprechen. Red mit Gott darüber und tu darüber nachdenken, wie er vielleicht handeln würde.
Und interessant ist, dass an dieser Stelle in Epheser 4, Vers 29, es genau weitergeht. Also es fängt ja an, dass wir dort hier angehalten werden, lasst ja kein giftiges oder hässliches böses Wort über eure Lippen kommen. Dann kommt eigentlich das Gegenmittel. So, seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Das ist genau das Umgekehrte. Wir wollen doch gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt erleben, das Bestmöglichste tun. Wir wollen es vielleicht vorne, das wäre doch vielleicht etwas, was wir uns jetzt vornehmen könnten, jeden Tag an zwei oder drei Personen anzuläuten, nachher zu fragen, du, wie hast du es, wie geht es dir, Anteil zu nehmen, vielleicht auch vorher schon überlegen, ihm etwas Ermutigendes weiterzugeben, ehrlich zu überlegen, wofür dass wir dieser Person, die wir anrufen, dankbar sind und das auch sagen. Und wenn wir über jemanden schlecht gedacht haben, oder uns vielleicht sogar geärgert haben, dass wir uns vielleicht vornehmen, jetzt möchten wir das mal anders angehen. Ich möchte für die Person beten, ich möchte ihn segnen. Segnen ist ja nichts anderes als Gutes für ihn bei Gott erbitten. Oder jemandem eine Karte schreiben, oder etwas Feines in den Briefkasten rein tun. Das kann völlig anonym sein, aber stell mir uns vor, die Freude, die Person hat, die jetzt in diesen Tagen etwas aus dem Briefkasten nimmt, vielleicht ein Dankeschön, einfach nur so, weil jemand an die Person, an sie gedacht hat. Das können wir machen. Das ist die Möglichkeit. Ich kann euch sagen, das wird euch selber gut tun. Und auch den anderen natürlich. Und damit verbreiten wir eben nicht gefährliche und krankmachende Viren, sondern gesundmachendes, auferbauende, helfende Worte und Taten. Im Buch von der Sprüche, auch in der Bibel, im Kapitel 15, Vers 4, steht geschrieben, ein freundliches Wort heilt und belebt. Damit ist auch eine freundliche Tat gemeint, die heilt und belebt. Aber eine böse Zunge oder eine böse Tat raubt jeden Mut. Also die Regel hier lautet, dass wir entweder in ein Nasentuch hineinhusten oder in die Armbeuge hineinhusten, um nicht gefährliche, krankmachende Viren zu verbreiten. Und für uns, wir wollen das jetzt erweitern, doch anwenden auf unser Leben, wie die Bibel uns lehrt. Wir wollen nicht böse Worte weitergeben und böse Taten und andere anhässeln, sondern wir wollen überlegen, wo können wir Freundlichkeit praktizieren, jemandem ermutigen, jemandem danken oder jemandem etwas Gutes tun. Und ich wünsche euch in diesem Sinn weiterhin viel Kraft in dieser herausfordernden Zeit, Geduld und Liebe und vor allem Gottes Schutz. Tschüss zusammen, auf Wiedersehen, ein anderes Mal.